ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Ja, machen Sie den Scheißjob gerne? Herr Scheiner, veräppeln kann ich mich selber. Mache ich. Ich betrüge niemanden. Sie betrügen. Beweisen Sie, dass ich eine Betrügerei mache. Hallo, ich grüße euch. In meinem heutigen Video geht es um die Masche mit dem Zeitschriftenabo. Hier werde ich angerufen, weil ich an einem iPhone 12 Gewinnspiel teilgenommen habe. Angeblich habe ich schon mal 2 Gutscheine gewonnen und befinde mich jetzt in der Endrunde. Im Verlauf des Videos geht es dann aber nur noch um das Zeitschriftenabo, das ich dann auch noch selbst bezahlen darf. Das Video besteht aus 3 verschiedenen Telefonaten mit derselben Firma. Der erste Teil dreht sich um die übliche Masche, um mir das Abo anzudrehen. Dann werde ich über einen Kontrollanruf von einer anderen Mitarbeiterin zurückgerufen, um das Abo zu bestätigen, was ich erstmal ganz brav gemacht habe, um dann am Ende des Telefonats ein bisschen auszurasten. Der dritte Anruf der Firma hat mich ein wenig überrascht, da der erste Agent nochmal angerufen hat, um nachzufragen, was denn bei dem Kontrollanruf passiert sei. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Dimitri Kovac von Mediacorn. Ich würde gerne mit Gerold Steiner sprechen. Am Apparat. Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Es geht hier um die kostenlose Verlosung, an der Sie teilgenommen haben, bei einem iPhone 12 Pro. Sagt Ihnen das was? Ja, super. Ja, und durch Ihre Teilnahme haben Sie 2x 200 Euro, gesamt 400 Euro Gutschein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Steiner. Vielen Dank. Bitte sehr. Und da wir 20 Endfinalisten und 20 Preise haben, geht es jetzt für Sie hier um den 10 großen Hauptpreisen und was, die Platzierung. Was gibt's denn? Achso, das iPhone gibt's noch. Nein, da auf der ersten Platz ist ein VW Touareg oder den Gegenwert von 82.000 Euro in bar. Was soll ich für Sie hier eintragen? Was denn besser? Also da müssen Sie selber entscheiden. Das ist ja Ihre Gewinn. Also Auto oder das Geld? Dann nehmen wir das Geld. Okay, dann trage ich für Sie das Geld ein. Zweiter Platz ist ein Jaguar E-Pace, ein Elektroauto. Oder den Gegenwert von 40.000 Euro in bar. Was hätten Sie hier gerne? Dann nehmen wir auch das Geld. Okay. Dritter Platz ist ein Traumreise auf die Malediven in Wert von 15.000 Euro. Das ist für 2 Personen, 2 Jahre gültig. Und übertragbar, damit Sie es auch Bescheid wissen, ja? Und vierter Platz ist ein Bargeldgewinne in Höhe von 2.500 Euro, 5 bis 20 sind verschiedene Gutscheine, Wertgutscheine, Energiegutscheine, Reisegutscheine in Höhe von 200 Euro. Okay, was kann man mit so einem Energiegutschein machen? Mit dem Energiegutschein ist für Strom und Gas. Wertgutschein ist ja für Einkaufen und Reisegutschein ist ja zum Reisen. Ja, aber wie löst man so einen Energiegutschein ein? Muss ich da bei meinem Energieversorger anrufen? Also in Ihrem Unterlagen wird auch natürlich drinstehen, wo Sie das auch einlösen können. Okay. Ja? Und die Chance auf eines der 10 Hauptpreise geht für Sie hier natürlich weiter. In 10 bis 14 Tagen bekommen Sie Ihre Unterlagen mit den Gutscheincodes, Gesamtwert von 400 Euro, ein Internetlink mit Ihrem persönlichen Passwort, womit Sie auch auf der Webseite alles selber mitverfolgen können, wird ebenfalls hinterlegt sein. Und Sie können sogar nachprüfen, ob Ihr Name dort mit den anderen Finalisten registriert ist und die Preise, die wir vorhin durchgegangen sind, sehen Sie dort auch noch einmal. Okay. Haben Sie irgendwelche Fragen an mich, Herr Steiner? Nee, bis jetzt nicht. Okay, Sie wohnen in Braunschweiger Straße Nummer 77. Genau. 12055 in Berlin. Sie sind geboren 17.07.1992. Richtig. Herr Steiner, welche Anbieter benutzen Sie denn überhaupt zu Hause? Was meinen Sie mit Anbieter? Strom oder Gas? Da haben wir, wie heißt das in Berlin? Irgendwas mit V, glaube ich. V, also ich würde Ihnen Energie Today empfehlen, weil das ist die günstigste Stromanbieter in Deutschland. Okay. Recherchieren Sie sich in Ihrem
also in Google, da können Sie das ja auch, glaube ich, rausfinden. Wie heißt der Anbieter? Energie Today, weil ich benutze die Energie Today, deswegen. Das ist die günstigste. Und da wurde ich auch telefonisch angerufen und habe mich auch da eingetragen. Ah ja, hier, Energie Today mit 2 geschrieben. Ja, genau, genau. Und das ist die günstigste Stromanbieter, würde ich Ihnen auch wirklich empfehlen. Und die Gutscheine sind ja auch 2 Jahre gültig und übertragbar, damit Sie es auch Bescheid wissen, ja? Was das mit der Strompreisanbieter-Empfehlung jetzt zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil im weiteren Gespräch geht es auch gar nicht mehr wirklich darum. Ich vermute mal, dass die Energiegutscheine, die man da wahrscheinlich einfach auch nur bekommen wird und nichts weiteres, dass die auch nur dort einlösbar sein werden. Denn bei meinem Energieanbieter habe ich einfach mal nachgefragt und ich kann nicht einfach irgendeinen Gutschein dort einlösen, weil es würde auch gar keinen Sinn machen, weil die sponsern ja diese Aktion auch nicht. Also warum sollten die mir dann da einfach Rabatt drauf geben auf meine monatliche Abrechnung? Ist ja komplett Blödsinn. Okay. Und so, wie Sie wissen werden, die Gewinne bei einer kostenlosen Verlosung in Deutschland durch Werbung finanziert, dass Sie schon einen garantierten Gewinn über insgesamt 400 Euro haben und zudem noch die Möglichkeit haben, eines der 10 Hauptpreise zu gewinnen, bekommen Sie genauso wie die anderen 19 Finalisten von den Kostenträger eine Zeitschrift für 13 Monate zu einem Preis von 12 Monaten. Als Kostenträger ist die Hör zu für Sie eingetragen. Soll es dabei bleiben oder sollen wir anderen Bereichen gucken, Herr Steiner? Ja, das ist mir egal, die Zeitschrift. Okay, dann bleiben wir bei Hör zu, ja? Mhm. Okay, die Abbuchung der Zeitschrift erfolgt nur 2-mal halbjährlich, 67,60 €. Aber wann es abgebucht wird, werden Sie dafür natürlich schriftlich informiert. Nicht von heute auf morgen. Aber wieso Abbuchung? Ich dachte, ich kriege was ausgezahlt. Ja, Sie bekommen zuerst Ihre Unterlagen. Und in diesen Unterlagen haben Sie 2x 200 Euro, Gesamtwert 400 Euro Gutscheine drinstehen. Und Ihr Link, Ihr Passwort und wann der Zeitschrift beginnt, wann der beendet und die Abbuchungstermine werden auch da drin stehen, damit Sie sich dann auch dafür vorbereiten können, Herr Steiner. Ich verstehe das aber mit der Abbuchung noch nicht. Für die Zeitschrift? Ja. Also alle, die 100% Gewinn gesichert haben, bekommen ja auch von dem Kostenträger eine Zeitschrift. Das bekommt ja nicht nur Sie allein, sondern alle anderen 19 Finalisten auch. Das war ja die Teilnahmebedingungen. Deswegen bekommt auch alle Gewinner und Gewinnerinnen von dem Kostenträger eine Zeitschrift, Herr Steiner. Also kriege ich als Gewinn ein Abo, was ich auch noch selbst bezahlen muss? Also Sie sind ja hier nicht im Minus und Sie erhalten ja auch zuerst Ihre Unterlagen und mit Ihrem Gewinn zusammen. Und in diesen Unterlagen wird ja auch alles schriftlich drinstehen. Mhm, okay. Ja, und Sie sind ja hier nicht im Minus. Wenn Sie hier im Minus gewesen wären, da konnte ich Sie auch natürlich sehr gut verstehen. Aber Sie sind hier nicht im Minus und Sie sind auch hier nicht irgendwie, also Sie bekommen ja auch die ganzen Unterlagen per Post auf Ihrem Adresse. Und Sie bekommen, nach unserem Gespräch, bekommen Sie auch einen ganz kurzen Anruf von unserem Post- und Kontrollabteilung. Und die sorgen für Ihre Sicherheit. Da wird Ihre ganzen Daten unter Datenschutz gesetzt. Und da werden Sie auch eine Rückrufnummer erhalten, wenn Sie dann irgendwelche Fragen haben, damit Sie sich dann auch jederzeit an dieser Nummer anrufen und gerne nachfragen. Da werden die Ihnen Ihren Gewinn nochmal bestätigen und sofort per Post auf Ihrem Adresse zuschicken, Herr Steiner. Okay. Ja? Und sollten Sie auch Bargeld gewinnen, wird der Betrag auf Ihrem Konto überwiesen. Mhm. Für die Bargeldgewinne und die halbjährliche Abbuchung der Zeitschrift benötigen wir auch einmal die IBAN-Nummer, damit ich auf Ihrem Gewinnkarte eintragen kann. Und dann leite ich Sie sofort an unsere Post- und Kontrollabteilung weiter. Mhm, okay. Nur die Idee, ja? Ja, hallo? Ja, bitte. Ich muss die IBAN-Nummer eintragen. Ach so, die soll ich jetzt raussuchen? Ja. Ja, dann gucke ich einmal. Ich dachte, Sie hätten die auch in der Hand, deswegen bin ich stehen geblieben. Nee, das habe ich ja jetzt nicht mit gerechnet.
Ach so, ja, ich muss ja auf Ihrem Gewinnkarte eintragen und dann leite ich Sie an unserem Post- und Kontrollabteilung weiter, damit Sie dann auch rechtzeitig Ihre Gewinn erhalten können. Mhm. So, die IBAN-Nummer ist dann die DE 43100500000. Ja? Das war zu schnell. Ach so. 43100005. Ja, dann haben wir die 00000. Also 4 mal die 0, 1, 2, 3, 4 mal die 0. 5 mal die 0. 5 mal die 0, ja, okay. Genau. Ja. Die 92001. 92001. Und die 8963. 8000. 963. 63. Mhm. Einen Moment. 43 1005 0000 nochmal 0920 01863. Ne, 8963. Einen Moment. 8300. Ne, 900. 8900. Und dann die 63. 63. So, jetzt haben wir es. Das ist der Landesbank Berlin, Berliner Sparkasse, ja? Mhm, genau, richtig. So, ich habe das für Sie alles vollständig ausgefüllt, Herr Steiner. Ich heiße Dimitri Kovac, merken Sie auch meinen Namen. Mhm. Ich will natürlich bis zum Finaltag begleiten, ob Sie da gewinnen werden oder nicht. Da werde ich mich nochmal bei Ihnen persönlich melden. Mhm, okay. Und ich werde dann jetzt Ihre Unterlagen an unsere Post- und Kontrollabteilung weiterleiten. Sie bekommen ein paar Minuten später ein Anruf von unserem Post- und Kontrollabteilung. Nehmen Sie sich auch ein Zettel und Stift, damit Sie dann auch die Rückrufnummer notieren können. Mhm. Und da wird man Sie auch nochmal fragen, ob ich Ihnen gegenüber freundlich war. Man wird Ihnen Ihre Daten nochmal einmal durchgehen. Das wird dann Ihre Name, Nachname, die Adresse und die letzte vier Zahlen von Ihrem IBAN-Nummer gehen Sie einmal durch, 8963. Mhm. Und da wird man Ihnen auch nochmal erwähnen, dass für die Zeitschrift nur zweimal halbjährlich 67,60 € abgebucht wird. Aber wann es abgebucht wird, werden Sie dafür schriftlich informiert. Nicht von heute auf morgen, damit alles seine Richtigkeit hat. Und da wird man auch Ihre Gewinn nochmal bestätigen und sofort per Post auf Ihrem Adresse zuschicken. Mhm. Haben Sie irgendwelche Fragen noch an mich, Herr Steiner? Nee, sonst weiter nicht. Okay, ich bedanke mich nochmal bei Ihnen herzlich, dass Sie mir auch geduldig zugehört haben. Und wünsche Ihnen auch wirklich viel, viel Glück, wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Gewinn und wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie kurz erreichbar. Sie bekommen ein paar Minuten später einen Anruf, ja? Alles klar. Okay, wiederhören. Tschüss. Tschüss. Naja, höflich war er ja. Wenn auch nicht die hellste Leuchte auf der Torte. Sobald man Fragen stellt, wissen die auch nicht wirklich weiter und fangen sofort das Stottern an, wenn das ein kleines bisschen von ihrem Skript abweicht. Nun gut, es hat keine 5 Minuten gedauert und schon war die Kontrollabteilung dran. Von der Post- und Kontrollabteilung, Herr Steiner. Hallo. Hallo, Sie hatten gerade ein Gespräch mit dem Herrn Kovac geführt, der wird bis zur großen Finalziehung, der in genau 2 Monaten stattfindet, wird auch begleiten, wo es dann noch um die 10 großen Preise geht. Welches Datum ist denn das genau? Welches Datum meinen Sie denn? Na, das die Regierung. Spätestens 31. Oktober. Ach so, okay. Es kann ein Tag vorher oder 2 Tage vorher stehen, also spätestens 31. Ach so, das steht doch nicht fest. Nee. Okay, also man nimmt an dem Finale von einem Gewinnspiel teil und die wissen tatsächlich nicht, wann genau dann die Endverlosung dafür ist. Interessant. Eine Frage habe ich mal an Sie. Haben Sie Lautsprecher an, Herr Steiner? Habe ich nicht, nein. Weil ich höre mich selber, deswegen frage ich. So, der Herr Kovac wird zur großen Finalziehung, wie gesagt, der in genau 2 Monaten stattfindet, wird auch begleiten, wo es dann noch um die 10 großen Preise geht. Sie bekommen in den nächsten 10 bis 14 Tagen Ihre 2 Gutscheine, die Sie bereits schon gewonnen haben und jeweils einen Wert von
200 Euro haben, sind Sie genauso informiert. Das ist richtig, ja. Unser Gespräch wird zu Ihrer und zu unserer Sicherheit aufgezeichnet, damit sind Sie einverstanden. Ja. Auf Ihrem Display müssten Sie meine Telefonnummer sehen, am Ende die 9065. Heute haben wir den 31.08.2021 bei dem Gespräch mit dem Herrn Kovac, haben sich für die Höhe zu entschieden. 13 Monate habe zum Preis von 12 Monaten. Das bedeutet für die 12 Monate 2x67,60 ein Monat kostenfrei. Sie bekommen in den nächsten 10 bis 14 Tagen verbindliche Auftragsbestätigung. Sie sind der Gerold Steiner, Braunschweiger Straße 77-125-55 Berlin und Ihren Geburtsdatum, sagen Sie? Das Geburtsdatum ist der 17.07.92. Für die halbjährliche Abbuchung haben Sie die Berliner Sparkasse angegeben mit der Bankfallzahl 150.000, Kontonummer 92001, die letzten vier von Ihnen bitte. Das ist die 8963. Das ist korrekt. Jetzt bitte einmal unsere Kunden-Hotline-Nummer notieren, wenn Sie die Möglichkeit haben. Ja. Das ist die 069. 204. Ja. 369. 280. Ja. Genau. Wie gesagt, in den nächsten 10 bis 14 Tagen bekommen Sie die verbindlichen Auftragsbestätigungen. Und als Dankeschön geschenkt wird ein Urlaubsgutschein mit dabei sein. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und bleiben Sie gesund. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Ja, machen Sie den Scheißjob gerne? Ja, und? Sie haben hier eine Kaltakquise gerade begangen, das ist strafbar in Deutschland. Mach, weiß ich. Ja, Sie haben keine Genehmigung, mich anzurufen. Natürlich haben wir das schriftlich. Dann zeigen Sie mir das, schicken Sie mir das zu. Ja, haben euch keine Probleme mit dabei. Herr Steiner, veräppeln kann ich mich selber. Und diese Gespräche werden alle aufgezeichnet und mit Ihren Aussagen hier von wegen Scheißjob, das hat nichts damit zu tun, ja? Das hat schon ganz viel damit zu tun. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie Ihren Job gerne machen mit Betrügen. Mache ich. Ich betrüge niemanden. Sie betrügen. Beweisen Sie, dass ich eine Betrügerei mache. Das habe ich aufgezeichnet, natürlich können wir. Tja, und sobald man die Betrüger damit konfrontiert, dass sie Betrüger sind, legen sie auch schon auf. Und dann passierte was, womit ich nicht gerechnet habe. Der Mitarbeiter aus dem ersten Anruf hat tatsächlich nochmal zurückgerufen. Ja, ich bin Herr Kovac. Was ist jetzt gerade überhaupt passiert? Weil ich habe Ihre, die haben da irgendwie gedroht, irgendwie sowas stand da bei mir gerade im PC drauf. Ja, das ist richtig. Sie haben gerade einen illegalen Werbeanruf gemacht. Wie illegale Werber? Das ist Kaltakquise gewesen, Ihr Anruf. Sie persönlich können da sicherlich nichts dafür. Das kommt von Ihrer Firma, aber es ist ganz nett, dass Sie zurückrufen. Dann kann ich Sie ja mal darüber informieren. Ja. Ich habe mich bei einer sehr unseriösen Gewinnspiel-Webseite im Internet eingetragen, die schon vom Design locker aus den 90er Jahren stammt. Und habe keine Freigabe für einen Telefonanruf gegeben. Eine Freigabe für einen Telefonanruf kann nicht als Sammelfreigabe stattfinden, indem ich meine Telefonnummer irgendwo eintrage, sondern ausschließlich von jedem Anbieter, also auch von Ihnen zum Beispiel, muss eine SMS an meine Telefonnummer geschickt werden mit einem Code oder meinetwegen kann der Automat auch anrufen und mir den Code vorlesen und diesen muss ich dann online bestätigen. Oder aber ich muss etwas unterschreiben und Ihnen das per Post zurückschicken. Das ist alles nicht passiert. Und dementsprechend kann ich dadurch eindeutig beweisen, dass der Anruf von Ihrem Unternehmen ein illegaler Werbeanruf ist. Das heißt, die Daten wurden illegal aufgekauft. Nein, haben Sie nicht bei einem iPhone 12 Pro teilgenommen? Ich habe daran teilgenommen, aber keine Werbefreigabe gegeben. Wie das funktioniert, habe ich Ihnen ja gerade erklärt, wie Sie anrufen dürfen. Also Sie haben ja nicht Ihre Handynummer eingetragen, Sie haben ja Ihre Festnetznummer eingetragen. Genau, da könnte mich ein Sprachautomat anrufen und mir einen PIN durchgeben, den ich dann eingeben kann. Das wäre der gesetzliche Werdegang. Also das höre ich auch wirklich zum ersten Mal, Herr Steiner. Ja, wie gesagt, ich mache Ihnen persönlich ja keinen Vorwurf, Sie sind ja nur Mitarbeiter, aber dadurch kann ich 1a nachweisen, dass Ihr Callcenter illegal arbeitet und beziehungsweise die Datensätze illegal einkauft. Schon alleine das Skript, was Sie mir vorgelesen haben, das machen viele andere Callcenter ebenso. Das ist Abzocke, das ist Abo-Abzocke, nichts anderes.
Mit, wenn ich mich an einem Gewinnspiel registriere, dann muss ich dafür nichts bezahlen, außer ich kaufe im Lotto was. Aber Gewinnspiel und Lotto sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, wenn ich mich bei einem ganz normalen Gewinnspiel anmelde, dann muss ich dafür nichts bezahlen. Und auch einen Sponsor, ich muss ja meinen Sponsor dafür nicht bezahlen, dass er ein Gewinnspiel mit mir macht. Das ist ja vollkommen Blödsinn. Und dadurch ist, es geht einzig und allein nur um die Zeitschrift, die Sie verkaufen wollen. Sie haben da sicherlich noch ein paar andere Zeitschriften drin, aber das Skript, was Sie vorlesen, das findet man zu Tausenden im Internet, 1:1 genauso. Okay, Herr Steiner, ich bedanke mich nochmal bei Ihnen herzlich. Wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Jo, danke. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Was soll ich dazu groß noch sagen? Urteilt selbst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euch so interessiert. Aber nicht vergessen und so weiter, ihr kennt's ja. Bis bald.